Okay, es ist ähnlich wie in einem Film, nur ein bisschen schlechter. Ein bisschen sehr viel schlechter. Ich brauche dazu aber eure Unterstützung. Jeder von euch hat Dinge in den Hosentaschen oder auf dem Kopf oder auf den Nase oder irgendwo. Die gibt ihr mir jetzt. Bitte, ich gebe sie auch zurück und darüber werde ich dann sehr spontan rappen. Das ist immer sehr beeindruckend, weil es kommt immer das Gleiche. Und deswegen funktioniert es so. Yeah, yeah, yeah. Okay, Düsseldorf, ich nehme den ersten Gegenstand, über den ich dann irgendwas erzählen kann. Ich sag's jedem Mann, das ist eine E-Zigarette oder ein Vaporizer. Ja, ich geh in die Wette. Wenn ich da einmal dran zieh, dann bin ich überstorn. Und das ist nicht so geil, es hat sich dann gar nicht gelohnt. Denn wenn ich stompe, kann ich nicht mehr rappen. Yeah, was geht ab? Zeig mal eure Hände her. Yeah, das ist kein Smartphone, das ist ein Dumbphone. Das ist von Nokia, das ist nicht von Samsung. Mein Name ist Anton und der Typ, der heißt Martin. Und nächstes Jahr, da gehen wir Platin. Aber jetzt noch nicht, jetzt verkaufen wir 2 Platten und die haben wir auch gerade mit dabei. Ich nehme den Hut, aber meiner, der ist viel schöner. Dieser Hut sieht von innen aus wie ein Döner. Ein sehr, sehr alter und vergammelter. I will ich nicht haben, denn ich bin ein MC. Oh yeah. Und ich nehme die Zigaretten, einfach schimmelter Fuß, das will ich nicht essen. Oh yeah, kannst du wieder haben, vielen Dank. Ich will gerade nicht rauchen, denn bis gestern war ich krank. Ich hatte Mandelentzündung und bin auf Penicillin. Gib mir mal dein Skateboard, ich will ein bisschen MC. Gleichzeitig mach ich einen Olli. Es ist Fat Tony, nach der Show lutsch ich immer einen Lolli. Ich hab es verlernt, da geht nichts mehr. Düsseldorf, seid ihr da, gib mir mal ein Hier. Nee, gib mir mal ein Hier. Okay, gib mir mal ein Oh yeah. Oh yeah. Ein Oh yeah. Oh yeah. Ein Hell yeah. Hell yeah. Ein Hell yeah. Hell yeah. Ein Oh laddi daddy, oh laddi daddy yeah. Oh laddi daddy, oh. Alle, ein Oh laddi daddy, oh laddi daddy yeah. Oh laddi daddy, oh laddi daddy yeah. Oh laddi daddy yeah. Ich nehme ein Heft und lest drin, was da vor drin steht. Ja, echt. Ich lese es mal vor. Da steht nie wieder Krieg. Wilde Jugend gegen Hitler. Sehr beliebt. Sind diese Banier Edelweißen geraten Düsseldorf. Jeder, der gegen die ist, der ist eine Missgeburt. Aber ich meine das nur so metaphorisch, lyrisch. Keine Ahnung, ich zeig dir, wo die Tür ist. Die Tür ist da. Und daneben Schatz. Ist mein DJ. Okay, mach das nochmal. Ich mein, drück nochmal auf Replay. Lieber Micha, kannst du mir noch mehr von Schatz. Ihm geben? Also in meinem Ohr, da bin ich dann da drüber reden. Weißt du, wie ich meine ein bisschen Schatz. Mehr Musik. Sonst bin ich hier neben dem Kack und mach mich dann von unbeliebt. Bisschen Edelweiß geraten und die spielen Schatz. Auch Gitarre. Und setzen ihren Willen durch mit einer Knarre. Ist doch voll okay, denn die waren Schatz. Ja gegen Hitler. Und Hitler, das weiß jeder, das war ein dummer Wichser. Ich geb das Heft zurück und das lese ich dann später. Nach der Show chill ich mit den Sanitätern, was geht da? Hebt die Arme nochmal hoch. Ey yo, ich sag es nochmal so. Ich tanze zum Handtuch, das finde ich verdammt gut. Denn ich schwitze wieder, Okay, ich nehm was von dir. Gib mir mal den Rest von deinem Bier. Hier, nein, danke. In Bayern, da nennt man das Norgal. Du weißt genau, was ich jetzt als nächstes vorhab. Ich nehm deine Brille, ist das eine echte? Das ist eine sehr schöne, ja, eine sehr freshe. Ich kann nichts mehr sehen, 120 Dioptrien. Ich wollte nur ein bisschen empfehlen, aber jetzt bin ich gleich blind, wenn ich sie nicht direkt abnehme. Heute will ich mit den Worten über den Takt gehen. Und wenn ich nochmal die Arme sehen dürfte, wäre das wunderbar. Ich bin nicht euer König und ihr nicht mein Untertan. Weißt schon, wie ich meine? Das Spiel, wo jeder mitmacht, machen wir jetzt nochmal gleich. Denn das nennt man Hip-Hop. Weil bin ich blind und mir ist jetzt schon schwindelig. Und ich schwindele nicht. Ah, shit. Okay, ich sag etwas vor. Ihr sagt es danach. Rough, rugged and your, raw. Also rein mir mal ein Ohr, wenn das funktioniert, dann sagen alle, boah. Gib mir mal ein Oh yeah. Oh yeah. Nee, ein Oh yeah. Oh yeah. Nee, ein Hell yeah. Hell yeah. Ein Hell yeah. Hell yeah. Ein Oh laddi laddi, Oh laddi laddi yeah. Oh laddi laddi, Oh laddi laddi yeah. Ein Oh laddi laddi, Oh laddi laddi yeah. Oh laddi laddi, Oh laddi laddi yeah. Oh laddi laddi yeah. Und es fällt mir nichts mehr ein. Der Hut ist viel zu heiß, es darf doch so nicht sein. Und das sieht sicher kacke aus. Aber mir egal, ich nehme aus der ersten Reihe was und setz mir diese Kappe auf. Danke für dein dickes Taschentuch. Ich frag mich, was du machen tust. Was soll ich damit anfangen? Das ist ekelhaft.
Nimm das wieder, Alter! Was geht denn da? Ist egal, ich geb dir deine Mütze. Am Mikrofon da will ich immer küsse. Sehr schlechte Reime ist, was ich dabei hab. Bayern, das ist leider meine Heimat. Okay, wir machen nochmal das Spiele mit den Armen. Das Spiele mit den Armen. Grammatik, das will ich nicht sagen. Ich scheiß mal auf die deutsche Grammatik, weil ich mich mit der deutschen Grammatik nicht absprich. Gib mir ein Oh yeah! Oh yeah! Ein Oh yeah! Oh yeah! Ein Hell yeah! Hell yeah! Nee, ein Hell yeah! Hell yeah! Ein Oh ladi ladi, Oh ladi ladi yeah! Düsseldorf ist die beste Stadt, die es gibt. 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 Aber alle anderen Städte sind auch ganz okay. Alle anderen Städte sind auch ganz okay. Lokalpatriotismus ist gar nicht so geil. Lokalpatriotismus ist gar nicht so geil. Köln ist die geilste Stadt, die es gibt. Ich sag alles, was der Mann auf der Bühne sagt. Ich sag wirklich alles, was der Mann auf der Bühne sagt. DJ Vorreiter macht den Beat aus. Es hat nicht funktioniert, sehr schlimm. Hier, Dankeschön.